So, obwohl ich eigentlich noch nicht 50 Abonnenten habe, werde ich jetzt erstmal hier einen sozusagen einen Teil 51 machen, weil heute Halloween oder Reformationstag ist. Werde ich sozusagen eine Art Special davon machen. Kürbisse nehme ich mir schon mal her. Da würde ich Kürbisse haben, nehme ich die mal mit. Hier habe ich noch mehr davon. Hier sind zwar keine drin. Hier ist auch noch Holz. Ich habe jetzt hier 48 Kürbisse. Essen sollte ich am besten auch mal wieder bald. Hier sind die Kühe, die sind gewachsen, das heißt, ich kann die dann bald mit dem Schwert erstmal schlagen. Aber mit den 48 Kürbissen, das kann ich, gehe ich damit erstmal so eine Art, ein Bauerchen weiteres Haus am besten hin. Aber das will ich jetzt nicht aus Eichenholz, sondern aus. Das hier ist ja aus Eichenholz und jetzt würde ich das nächste Haus aus Birkenholz bauen. Was habe ich jetzt hier gemacht? Ach, das ist ein Zwings, die brauchen wir gar nicht. Eier brauche ich auch nicht. Aber ich will ja ein Haus mit Eichenholz und mit Birkenholz. Will ich daraus ein Haus bauen, das man zusätzlich mit den Kürbissen mit, aus Kürbissen besteht. Also die Räder bestehen ja aus Kürbissen. Das Haus soll hier entstehen. Ich habe keine Schaufel dabei. Oder hier ist noch ein bisschen leer, deswegen kann das Haus gleich hier hin. Weil ich mal hier ein Haus hin. Weil der Lobots 123, der hat nämlich am Let's Play Vorschlag gemacht, ich soll mehr Häuser bauen. Deswegen mache ich das jetzt auch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mache ich mal hier. Und dann sind es jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Also diese Fläche aus Holz. Obwohl eigentlich sollte der Rand ja aus Kürbissen bestehen. Weil ja heute Halloween ist, mache ich das nur aus Kürbissen. Dann stehen die Kürbisse. Obwohl die sollten wir auch ein bisschen auf außen zeigen. Zeigen ja alle nach innen. Mir nach außen zeigen können. Und mein dieses gruselige Gesicht sieht hier. Man kann ja einen Kürbis ja auch aufsetzen. Das sieht so aus, wenn man hier einen Kürbis aufsetzt. Kürbis da. Jetzt hier nochmal ein Kürbis hin. Hier entsteht erstmal ein weiteres Birkenhaus. Also das soll zwei Stockwerke haben. Damit hier mal eine kleinere Stadt entsteht. Mit dem Kürbisgesicht. Wo ist denn hier die Mitte? Das hier ist 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Also 1, 2, 3, 4, 5. Hier ist die Mitte. Und will natürlich auch. Habe ich hier noch Erde? Ja, hier habe ich Erde zum Hochbauen. Damit ich nämlich hier nochmal eine Ebene erhöhen kann und. Mehr Kürbisse habe ich ja bisher noch nicht gesammelt. Sonst hätte ich nämlich das ganze Haus aus Kürbisse gebaut. Hier soll natürlich Kürbis rein. Und natürlich auch nach außen zeigen soll.
Oh, Telefon. Hallo? Hallo, Mama. Ja. Die Gänse haben wir gefunden. Ja. 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 Zwei Spiele. Die habe ich nicht gefunden. Diese eine SpongeBob und dann so ein Super Mario Smash Football. Ja. Und dann noch ein SpongeBob Spiel. Ja. 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 Tschüss. Ja, ich hatte jetzt kurz ein Telefon. Ich muss ja kurz telefonieren, aber jetzt kann ich weitermachen. Kürbisse müssen natürlich alle so nach außen zeigen. Der tut zum Beispiel nicht. Muss ich mir dann so hinsetzen, dass er nach außen zeigt. Ich mache einfach mal heute mit den ganzen Zeit auf Kürbisgesicht laufen. Der ist auch nicht richtig. Ich muss darauf ein bisschen achten. Der zeigt richtig. Die sind auch richtig. Die sind auch richtig. Jetzt muss ich mal kurz runter. Jetzt hier die Decke erstmal hinbauen. Zum ersten Stockwerk. Das soll dann mit jeder Holzart entstehen. Verbaue ich ein paar Mal. Ich habe jetzt so oft verbaut hier. Kannst die verbauten Blöcke jetzt mal abbauen hier. Sechs Blöcke, die ich da verbaut habe. Und jetzt muss ich dann noch nachts. Also ein Kürbis schützt ja einen, dass man dass Endermänner einen direkt so angreifen. Und schlafen. Los geht's weiter. Nein, ich wollte jetzt mal aus dem Birkenholz noch Treppen herstellen. Das sind jetzt erstmal nur noch 62 Blöcke. Dann will ich nämlich den Rest dann oben aus Kürbissen bauen. Ich habe ja noch 31 Stück. Und dabei sind da schon wieder weitere gewachsen. Weitere Kürbisse sind schon fertig. Ich muss erstmal noch die hinnehmen. Jetzt hoch. Ein gruseliges Haus halt, wenn der noch. Oder mit dem hellen Birkenholz eher nicht so gruselig aussehen würde. Und der ist ja wieder falsch gesetzt. Hier müssen ja so. Der Kürbis nach da zeigt. Kürbisse kommt da jetzt auch hin. Und jetzt soll es in die Mitte spitz zulaufen gehen. Beide falsch. So müssen die gesetzt werden.
Oh, jetzt mein Wirken heute aufgebraucht, muss ich haben. Muss. Muss ich dann bald ein weiteres Birkenholz holen. Und die Kürbisse kann ich auch gerne jetzt abernten. Vielleicht wieder ein paar mehr. Also die Melonen werde ich erstmal noch nicht abernten. Kann ich die ganzen Kürbisse und Melonen immer farmen. Jetzt sind die Kürbisse alle abgeerntet. Ich muss erstmal hier ein bisschen essen hier. Oder einen Apfel kann ich jetzt auch noch essen. Und die Kühe kann ich jetzt auch töten und nachzüchten. Und dann ein bisschen Weizen. Hier ist Weizen. Und das Schwert ist hier auch. Schwert. Wir sind ja nur so züchten, dass ich da ist eine Kuh entstanden und eine kleine, da ist auch noch eine kleine Kuh. Da habe ich jetzt zwei weitere kleine Kühe nachgezüchtet. Da ist schon 10 Rosen Fleisch hier. Wo das erstmal weg kann. Oh, was wollte ich denn gerade? Ich wollte ja noch mehr Birkenholz haben. 9 Stück habe ich eigentlich nur noch. Und 39 Kürbisse habe ich jetzt noch. Das Haus soll ja am besten in dem Part fertig werden. Und das soll jetzt da oben spitz zulaufend sein. So ähnlich wie eine Pyramide soll es jetzt da spitz zulaufen. Und jetzt gehe ich hier runter. Ich glaube, ich muss ja noch mehr Birkenholz holen. Ich muss noch mehr Birkenholz holen. Dann gehe ich mal da hinten zu der jeweiligen Farm. Wo ich das Birkenholz sozusagen züchte. Hier sind nochmal 60 und dann nochmal 19 Setzlinge. Ich setze erstmal die ganzen Setzlinge hin. Und erstmal die ganzen Bäume wieder wachsen. Die ganzen G4 mal hin. Brauche ich jetzt nicht mehr. Und hier muss ich eigentlich auch mal einen Weg rüber bauen. Und Kerzen-Setzlinge. Vier Setzlinge immer. Hier sind noch zwei Setzlinge. Und da ist noch einer am. Dann sind da jetzt ja auch 4 Bäume. Und hier die letzten nochmal. Da sind ja nur noch 2 letzten, ne? Muss ich da ja weitere holen. Damit ich die Schwarzeichen züchten kann. Und da oben sind ganz, ganz. Noch ein paar mehr Schwarzeichensetzlinge hier. Mhm.
sind jetzt die 400, die ich im Part 49, glaube ich, geholt habe. Ich werde jetzt noch ein bisschen nachhelfen, aber jetzt habe ich kein Birkenholz mehr. Das geht nicht zu. Mehr Birkenholz hatte ich erstmal nicht. Die ersten beiden Kürbisse sind schon wieder nachgewachsen. Ich werde, glaube ich, bis zu der Ebene noch alles mit Birkenholz und oben drüber soll alles dann aus Kürbissen bestehen. Der Ebene noch auf Holz. Jetzt oben drüber soll es auf Kürbisse stehen. Kann ich gar nicht hoch. Jetzt in die Mitte hin. Jetzt sollen hier Kürbisse oben drüber kommen. So dass sie alle nach außen zeigen. Wobei ich da keinen setzen. Oh, anscheinend ist das ein Taktis Park of Phoenix vielleicht wieder hier. Das nicht geht. Ich muss das anders machen. Ich würde es irgendwie platzieren. Also herum geht es nicht. Hier geht es auch nicht. Ich kann den Kürbis so platzieren. Dann muss ich den Kürbis absetzen. Geht auch nichts. Nein, da hinein. Deswegen kann ich das gar nicht. Ich muss das hier mit Birkenholz weitermachen. Der war jetzt nur korrekt. Ich kann einfach eine ganze Hilfsjahre wegmachen. Und es ist zugebaut. Jetzt platziere ich nochmal ein paar Jack-O-Laternen. Jetzt noch mal ein paar Jack-O-Laternen hier. So 21 Stück. Jetzt werde ich auch die Nacht noch überdauern. Noch ein paar Jack-O-Laternen hin. Jack-O-Laternen hier hin. Zur zusätzlichen Beleuchtung hier. Monster abschrecken hier. Gehe ich in die restlichen Jack-O-Laternen hier noch hin. Hier ein bisschen gruseliger wird für Monster. Dann schreibe ich auch das Datum hier hin. Oder einfach mal Halloween.
Oh, das ist ein Skelett, da werde ich ein Skelett töten. Ich werde aber wieder auf normalen Niveau spielen. Um nochmal ein paar Monster zu töten. Als Abschluss für das Halloween Special Video. Und sogar eine. Hätte sogar einen Kürbis auf. Na, Äpfel esse ich noch nicht. Kühe. Oh, da sind aber viele Monster. Oh, was ist hier denn los? Das wird jetzt auch wirklich gruselig müssen. Enderman. Wir sehen jetzt die Zombies an. Noch einmal mit. Komm wieder einmal. Eine Jack-O-Laterne sogar unterwegs. Jetzt nicht hell. Eva.
Also schon mal ein bisschen Monsterjagd hier. Zombies. Kühe, Schweine. Schafe sind unterwegs. Und noch ein Zombie. Und eine Spinne zu hören. Und es ist schon früher Morgen. Es setzt wieder Morgendämmerung ein. Was habe ich denn jetzt mit Mond? Neumond, deswegen sind keine Slimes gespawnt. Das soll jetzt immer an Halloween erinnern hier. Das Haus habe ich darin noch nicht hundertprozentig fertiggestellt, würde ich sagen. Soweit ist schon mal die... Die Weizenfarben schon so weit gekommen. Ein paar erste Dinger sind schon wieder Weizen geworden. Dauert aber noch ein bisschen, bis alles wieder zu Weizen geworden ist. Das ist eine Weizenfarm, die ich jetzt hier manuell per Hand aufgebaut habe. Im Laufe der Teile 37 und 38 hatte ich mir dieses kleine 9x9 Weizenfeld hier zu dieser Weizenfarm umgebaut, um die Produktion nochmal zu erhöhen. Und da die Sonne jetzt hier aufgeht, wäre es sozusagen jetzt 1. November und würde dadurch den Part beenden wollen. Ich hoffe mal, dass er euch gefallen hat. Und zeigt es mir mit Liken, Teilen, Favorisieren und auch gerne ein Abonnieren.